So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Video von King Death Monster. Wir haben ja die Kampagne zwischendurch gewechselt. Na, jetzt spiele ich hier in Midgard. Angefangen habe ich ja mit, ich weiß gar nicht mehr, wie meine erste Siedlung hieß, ist schon zu lange her. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Jahr 8 haben wir da durch. Das heißt, wir kommen jetzt in Jahr 9. Danach kommt Nemesis Encounter. Das heißt, wir kämpfen danach dann im nächsten Jahr das erste Mal gegen den Slenderman wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht, was da für ein Event kommt, aber wird man dann sehen. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an, tun wieder so, als wäre der gar nicht da, spielen einfach drauf los und dann würde ich sagen, fangen wir an und sind fertig, ne? Haben wir alle Werte überall eingetragen? Ich habe das, glaube ich, gemacht. Aber was haben wir bekommen, als wir losgegangen sind? Insanity oder Survival? Zwei Survival. Jeder hat 2 Survival bekommen. Ja, und wir kriegen immer noch Insanity von den Punkten. Weil du ja, weil wir nicht überall plus 1 auf Dings bekommen haben, sondern... Plus ein Insanity, weil vom Shrine. Okay, dann habe ich jetzt 10 Insanity. Ich darf nicht zu viel Insanity bekommen. Ja, ein bisschen Angst um Roland. Wenn ihr fragt, warum verrückt. Roland, dann liest von Stephen King der Revolvermann. Nicht der Revolvermann, der dunkle Turm. Bestes Buch ever. Ich dachte an den Paladin von Karl dem Großen. Nein. Muss ich jetzt auch noch sagen, woher Alora ist? Das ist zu creepy. Zu nerdig. Und woher ist es denn? Critical Role. Okay. Der RPG von Geek & Sundry, wie sie aus Twitch gibt es das halt auch. Aha. Das ist so ein Pen and Paper RPG. Wir spielen die Dungeons & Dragons 5th Edition. Okay. Wir sind jetzt in der 72. Folge, jede Folge sind etwa 4 Stunden. Wir haben sie alle geguckt bis jetzt. Ja. Wollte ich ja sagen, es ist spannend, was die Leute im Internet angucken. Einfach wie andere Leute irgendwas machen und das ist faszinierend. Das auch eben ein Twitch-Livestream. Ja, richtig. Schön, dass du gewogen hast. Das sieht sich so bis da. Ja. gut, dann würde ich sagen, geht Roland einfach mal tapfer voran. Ja. Oh, wo will er? Er ist gerade der Kurze hier, oder? Oder ist auch der Älteste, ne? Der Älteste. Er ist vor allem der aus der ersten Generation sozusagen. Er ist ein Jahr älter als Elora, ja. Carpet of Ticks. The ground is covered with a carpet of huge writhing ticks. Was sind Ticks? Ticks sind Zecken. Ah, okay. Each survivor must try to fend off the swarm. Roll 1d10 at your hunt experience to the result. Geht das als Bugspot? Nein. Nee, das ist... On the result of 6+, you successfully smash the ticks away in a gower of, shower of gore. So viel, ich hab's geschafft, weil ich brauche gar nicht würfeln, weil ich habe auf jeden Fall mehr als 6 Hand-XP. Mit Hand-XP? Die Hand-XP wird dazu addiert. Gut, Arnulf hat 0. Ich auch. Ich auch. Hat sie mal, hat's geschafft. Truck hat 1. Ja. Yay! Genau, ich wollte auch nicht würfeln. Otherwise, on the result of below 6, the ticks make you sick. You reduce the survival to 0 or 1d10 on the result of 8+, suffer minus 1 permanent strength. Gut, dass wir die Zecken einfach so losgeworden sind. Dann rücken wir vor und jetzt darfst du einmal rollen. Gib rollen. 40. Und die 40 macht... Dream. The event revealer has a dream of the upcoming hunt. They stand before the great beast, weapon ready, but it strikes them down. Huh. If the event revealer has 3+ courage, check. Emboldened by the dream, the event revealer gains +1 evasion token. Woohoo! Woo! Otherwise, the dream is merely rattling, suffer 1 brain event damage. Voll gut. Gut, dass ich so mutig bin. Dann haben wir dieses Hand-Event fertig und drücken vor. Das ist zu gut. Ich bin. Oh. Das läuft hier. Ich kriege jetzt Angst. Nicht skirtisch. Skirtisch. Panic by the oncoming survivors. The screaming antelope moves 1 space away from the survivors. Oh. On the hunt board. Roll a random Hand-Event. Ah, Nulf. Was macht er denn? Er ist neu. Der geht durch den Wald und jagt. 95. 59. Oder nicht 95. 95. Ja. Voll gut. Das ist bestimmt wieder dieses Ding, wo wir einen Schlüssel brauchen, den wir nicht haben. Nee. Grim and Frostbitten. Das habe ich, glaube ich, nicht gehabt. There is a dead stillness in the air. The atmosphere becomes thick with worry and the survivors carry on nervously. Soon a bitter evil cold sets in and there is no shelter. Huddling together for warmth, the survivor suffers 3 event damage to any unarmed hit location. Armor that has no remaining armor point is still considered armored for this event. Wow! 3
Event Damage auf alles, was keine Rüstung hat. Nur der, jeder oder nur der, der das sich revealed hat? Jeder. Gut, dann kriegt er, da er keine Rüstung auf den Ich habe Arme, Kopf, Body auf den, und Legs nicht. Da gibt es da überall drei Schaden drauf. Das heißt, es ist dann überall immer schon mal. Du bist überall auch für Heavy. Ich habe überall was, mich trifft das leider nicht, nur zum Glück. Wir brauchen mehr Rüstung. Mhm. Aber 3 heißt doch Heavy und dann noch 1, oder? Ja, aber du kannst durch Event Damage nicht mehr als Heavy bekommen. Du kannst keine Civil Injuries bekommen. Du gehst dann halt nur sehr nicht schlecht vorbereitet in den Kampf. Ja. Gut, aber es ist besser, als dass einer gestorben ist. Ja, dann Random Hunt Event, ne? Ja, das nächste jetzt, ne? Genau. Das macht jetzt dann hier Trank. 11. Die 11. Das ist einfach rauszukriegen. Monster Droppings. The survivor finds some monster droppings. They might be from the beast you are hunting. The event revealer must choose to either investigate or consume the droppings. Choose only one. If the event revealer investigates, roll on the table and gain plus one understanding. If the event revealer consumes, roll on the other table and gain plus one courage. Wofür entscheidest du dich? Möchtest du Scheiße essen und mutig werden? Oder nachgucken und... Aber wir haben eben auch vergessen, dass du Horder bist. Oder ist der gestorben? Was? Ist der Horder gestorben? Der Horder ist gestorben. Ah, okay, gut. Das war der beinahe Meister geworden wäre. Also möchtest du Scheiße fressen oder möchtest du untersuchen? Ich glaube, ich will lieber versuchen und Understanding kriegen. Dann kriegst du jetzt ein Understanding. Und dann rollst du on the table below. Warte mal, hier würfel ich mal mit dem würfel ich eigentlich mal hoch. Ja. You know, oh schade, das hätten wir ein bisschen später brauchen können. Ey, wollen wir, ne? You know these droppings well. You may skip the next hunt space. Schade. Ja, das hätten wir wirklich bei Overworking Darkness brauchen können. Ups. Und den skippen wir jetzt, das heißt, ups, kommen direkt vor zu Overwhelming Darkness. Yay! Und da würfeln wir wieder auf die Overwhelming Darkness. Das ich bin immer noch insane. Ich auch. Deine. Was heißt das nochmal? Dass du auf den Pass aus den Insane würfelst. Würfel einfach mal. Aber das ist nicht... Das ist kein Strike-Level, oder? Nein, das ist einfach nur ein den Path, den du gehst. Das ist auch keine Investigation. 5. You leash out at all other survivors suffer one event damage to random hit location. Entschuldigung. Auf dem Fuß. Er auf den auf die Brust. Ich würfel auch mal. Oh nein! Und Arnulf kriegt einen auf den Kopf. Aber damit kann er keinen weiteren Schaden kriegen, weil das geht ja nicht. Ne? Geht nicht drüber hinaus, ne? Nein. Dann würfelst du? Ich hab schon. Ich hab eine 9. You fight a strange piece. Lose all insanity. Das ist worst case. Jetzt will ich mein plus 2 auf. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Dings. Und ich hatte gesehen. Ich war so wahnsinnig. Jetzt sehe ich wieder klar und denke mir, oh mein Gott. Was mache ich hier? Du bist nicht 9. Hat er irgendwie Courage oder sowas? Er hat ein Courage. Okay, dann ist er einfach nur den Path of the Doom. Nee, er hat 3 Insanity. 3 Courage muss er haben. Also 3 Insanity ist ein 10, ja? Und hat eine 9 gewürfelt. Ja. You find a strange piece. Lose all Insanity. Ja, jetzt ist das auch 0. Ist ja auch schön. Ja. Das heißt, bei Insanity ist nicht roll higher than? Doch, bei einer 1 wärst du tot. So, und er hat nichts und hat ein Understanding. Das ist, glaube ich, dann... Bringt noch nichts. Dann walk er in place of Doom. 3. Schön. A part of Doom falls over you. Gain minus 3 luck tokens for the duration of the showdown. Oh. Du krittest wohl nicht. Das 3 Luck heißt einfach nur, dass ich beim Critten 3 weniger habe. Du brauchst eine 13, um Crit zu machen. Okay, aber normalen Schaden machen ist egal. Nee, das ist komplett egal. Okay. Evasion? Oh, ich weiß gar nicht, ob rein regeltechnisch eine 10 immer ein Crit ist und die minus 3 Luck eigentlich nur dafür sorgen, dass du durch Plus Luck nicht besser triffst.
Das müsste man nochmal nachgucken. Vielleicht weiß das jemand, falls jemand weiß, gerne einen Kommentar machen. gut, dann haben wir die Overwhelming Darkness aber relativ gut hinter uns gebracht. Ja. Haben alle gewürfelt, ja. Ne? Dann. Wer ist denn jetzt dran? Ich glaube, das hat er gemacht. Die haben wir geskippt und dann war Overwhelming Darkness, das heißt, du reviewst. Yeah. Und zwar haben wir Devoured Grounds. The stone-faced ground is littered with the leaving of ravenous passing beast. Half-eaten acanthus plants are strewn everywhere. If any survivor has 3+ understanding, haben wir, ne? Ja. The survivors may skip the next hunt space. Woohoo. Das wollen wir vielleicht. Ja. Roll random hunt event, falls nicht. Doch, bitte. Gut, dann skippen wir das jetzt und haben die Antilope gefunden. Woohoo. Da hätten wir einen random hunt event, ja, normal. Okay, dann bauen wir jetzt den Showdown auf. Alle mal auf die Seite. Wow. Oh, aber ich gehe jetzt schon wieder ganz schön. Auf den Zahnfleisch, ne? Ja. Ja, Also ich darf weder auf die Arme, noch auf den Körper, noch auf die Beine getroffen werden. Ja, wir sind auf 4. Das heißt, wir haben einen Opferlamm dabei, das ist dann halt... Ne, wir haben 2 Opferlämmer dabei, weil ihm geht's nicht anders. Ja, den brauchen wir, der hat unsere coole Ausrüstung. Ne, er hat die coole Ausrüstung. Nein, er hat das Ding, wo wir ein Loot mehr bekommen. Ach so. Also darf eigentlich keiner sterben. Hm, bitte, wir nehmen wieder als erstes, nehmen wir wieder hier diese Sonderdingen, womit die sich selbst immer wieder geschlagen haben. Wir werfen unsere Founding Stones, wir haben nicht mehr so viele, ne? 3. Alle 3, die wir haben, haben wir auch dabei, ne? Mhm. Vielleicht wollen wir die auch aufbewahren für den Phönix oder so, falls sie mal gegen den kämpfen. Weiß ich nicht. Jetzt noch Hand Events. Naja, gut, dann bauen wir jetzt mal den Dings auf, ne? Genau, wir brauchen wieder 2 zufällige Terrain Guards und dann brauchen wir 6 erkanntes Pflanzen, die wir einnehmen. 5, 6. Plus die 2, die wir noch ziehen. Nein, jetzt ziehen wir mal was anderes. Ja, wir ziehen jetzt richtig geilen Kram. Und zwar haben wir hier einmal den Nightmare Tree. Und dann haben wir den Giant Stoneface. Siehst du? Die Disorder behalte ich ja, ne? Das heißt, er kann immer noch nur angreifen. Ja, mein Giant Stoneface. Die Disorder behältst du ja. Also ich muss auch daran denken, dass ich hier den dodgen muss, wenn ich kann. Hier ist übrigens noch die Erkanntnispflanze, die du einmischen kannst. Ah, da haben sie nicht gezogen. Ja, sieht auch gut aus. Der Baum. Baum. Set at least 5 spaces away from all board edges. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier zum Beispiel. Pimp your game. Gut, dann bauen wir das mal auf. Die Akanthuspflanzen haben wir wo? 6 Stück? Das übliche wieder. Ja, wir bauen es in hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind diese Sonderakanthus von der Ziege. Genau, die immer dabei ist. Okay. Das ist auch nicht der Nightmare Tree, das ist glaube ich der Lonely Tree, aber man kann ja trotzdem entstehen. Ja. Da können wir eine Broken Lantern finden, auch eine 6+. Bei einer 3 bis 5 ist man Knockdown, bei einer 1 bis 2 kriegt man eine Lonely Ant. Worman Resource. Die können wir vielleicht irgendwann zum Kochen benutzen. Wo kommt der Baum hin? Was kann der? Set at least 5 spaces from all board edges. Ja, also das ist bei dem genauso der Fall. Das heißt, wir können einfach mal hier hinstellen. Mhm. Oder? Ja. Nee, aber das ist... Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Der muss... Ja, da. Da sieht er nur gut aus. Und aber die ist auch schön fotogen, wenn wir ihn so rumdrehen. Dann dürfte die Kamera am besten aus. Geil. Sehr schön. Ja, wenn wir Zeit haben, können wir hingehen und eine Laterne suchen. Ja, wir müssen mal, ich muss noch mal rausfinden, wie man das Event reinbringt ins Spiel mit dem Lonely Tree. Aber dann legen wir die mal oben hin, oder? Genau. Ja, hier ist Wo hast du denn den Tree? Die Tree ist hier? Hier. Gut, dann haben wir alles. Dann kann das pflanzen, 2 Random Terrain Cards. Wir fangen wieder am Dings an. Short Board Edge. Und dann würde ich sagen, fängt die Ziege mal an, ne? Ich war das letzte Mal.
Das ist Arnulf, das ist der andere. Der andere, heißt das Leasus? Nee, Track. Gut, dann ziehe ich jetzt erstmal hier für die Ziege. Der Antilope. Showdown. If there are no contest plans on the showdown board, discard shop down and perform a basic action. Full move the searching screaming antelope to the closest Acanthus plant. If the monster ends its movement or on or adjacent to the Acanthus plant, it consumes it. Achieves the archive the terrain and performs heal. Gut. Das macht sie jetzt? Das heißt alle, wo sie adjacent sind? 1, 2, 3, 4, 5? Nee, nur eine. Okay. Wahrscheinlich. Ja, ja, nur eine. Sie bewegt sich drauf. Ist sie drauf? Mhm. On or adjacent. So, und dann wird die place drop down on the top of the monster eye deck instead of discarding it. Welche sucht sie sich aus? Die nächste? Oder? Ja. Weil dann könnte sie ja auch zum Beispiel die hier nehmen. Dann kann man ja hinter sie laufen. To the closest, ja. Yeah. Könnte er hier, das bin ich, dahinter laufen. Und Folge draufhauen. Warte mal, ist es nicht geschickter, dass das hier. Ja. Ne, Trak ist das hier und das hier ist Arnulf. Mhm. Genau. Weil der kann ja mit seinen beiden Schwertern. Als, wir können auch tauchen, ja, jetzt steht Schwerten, so, aber wir könnten ja auch sagen, dass sie. Nee, das stimmt alles. Also wenn sie da steht, dann kann er 1, 2, 3, 4 und dann kann er zweimal draufhauen. Mhm. Und nur von hinten. Was kann er dann? Das ist okay. Ja, erstmal fangt dein Ex-Typ sowieso an, oder? Mhm. Okay. Gut, aber jetzt macht sie erstmal noch, weil das ist ja völlig doof die Überlegung, jetzt macht sie ja noch ihr Diabolical. Ja. Send us a monster's turn, target a random survivor in the trample zone. Das sind dann in dem Fall die beiden. Vielleicht sollte sie doch lieber hier hingehen. Weil dann hat sie zumindest die Chance, mich umzurennen. Nee, und dann müsste sie hier hingehen, damit sie dich um. Achso, ja, stimmt, dann hat sie die. Ja, genau. Sie dann nicht. Und das ist welcher? Das ist Arnulf, der. Der ohne Rüstung. Der ohne Rüstung kann. Und Arnulf der schon Schmerzen hat. Also dann dich. Das ist ja egal, der rennt uns ja beide über den Haufen. Mhm. Full move toward target, otherwise. Ja, dann rennt sie jetzt einfach dahin. Und. Aber sie hätte dann ja auch den hier fressen können, ne? Dann rennt sie nur mich um. Dann rennt sie nur ihn hier um. Das klingt doch nach einem fairen Plan. Achso, der bleibt da stehen. Das heißt, der kriegt jetzt zwei Random Hit Location und da kriegt er zwei Schaden drauf. Okay. Was nicht gut ist, weil der hat ja überall schon. Der hat überall schon Schaden drauf, der hat nur in der Waste hat er eine Rüstung. Das läuft. Hand, das heißt zwei Schaden auf die Hand, das kriegt zwei. In der Hand hat er schon zwei Schaden. Ja, hat er Survival? Dann kann er dodgen. Ach, er muss ja Survival haben. Dann, ja, er hat dann dodge, vier Survival. Das heißt, dann gibt er einen Survival aus und dann dodge. Dann bräuchte ich den Radiergummi, der liegt das hier. Das ist alles gut durchgeräumt. Genau, und da der jetzt auf dem Feld landet, wo er steht, kriegt er einen Knockback 5 dadurch. Okay. Aber Knockback heißt nicht, dass er down ist, aber er ist. Ja, aber er ist eh down, weil er ja. Ach nee, er hat gedodged. Dann ja. Ich glaube, der steht noch. Ja. Und auf Kolöven heißt sie auch noch down, glaube ich, immer. So, aber die Ziege steht dann so da, ne? Genau. Ich glaube, dann sind wir auch schon drin, ne? Ja. Und das war, was auf das Kolöven sei ja noch down. Okay, der ist noch down. Gut, soll ich einfach mal anfangen? Mhm. 1, 2, 3, 4, hier hingehen. Mhm. Und draufhauen. Ja. Mit meiner supergeilen... Mach mal deinen Axt da rein. Zwei Würfel und ich, das ist ärgerlich, dass ich nicht insane bin, weil dann hätte ich zwei Speed-Dinger bekommen. Ein Treffer, immerhin. Reflex, the monster turns to face the attacker. Oh. Das ist schade. Das ist sehr schade. Oh, warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte auch hier hingehen, weil ich habe Reach 2. Und ja, aber sie dreht sich trotzdem um. Ja, aber da können noch zwei dahin gehen. Achso, ja, ist ja egal, aber ich hätte das vorher trotzdem machen können, das hat Sinn gemacht. Ich habe 5 plus 4 plus 3. Also habe ich einen Treffer gemacht. 10 hat sie, ne? Mhm. Ja, genau. Dann habe ich sie gehauen. So, dann kriegst du einen Schaden, das ist Chop Chop, ist weg. Ciao, ne?
Ja, weil es ist nämlich, jetzt dreht sie sich nämlich um, das ist sehr schade, dann kann ich nicht mit meinem Backstabbing nämlich angreifen. Soll ich mal von meinen zwei Schwertern draufhauen und hoffen, dass sie sich noch umdreht? Ich könnte auch nochmal angreifen, ne? Wenn ich einen Zweifel ausgebe. Was ja Sinn macht. Ja. Mit der Axt macht es eigentlich mehr tot, mehr gut. Je eher sie tot, desto besser. Dann kriege ich das Zweifel wieder. Dann mit Falschen Drive, ich habe mich 1, 2, 3, 4 Felder weit bewegen. Ne? Mhm. 1, 2, 3, 4. Dann kriege ich ja, when you travel 4 more spaces for movement or knockback, dann kriege ich dann Token drauf. Ich sollte einfach mein ganzes Zweifel ausgeben, rumzulaufen. Bei 5 Tokens kommen die weg und dann kriege ich eine super coole Attacke. Also nochmal wieder 2 Würfel auf 6 plus jetzt. Ich habe auch kein Accuracy. On a perfect hit, do not draw a hit location. Monster suffers 1 wound. Woo! Nice. Dann habe ich mein Soll erfüllt. Ja. Ja, aber selbst wenn du sie jetzt angreifst und sie dreht sich um, komme ich niemals nur nicht von hinten ran. Ich gebe noch ein Survival aus, um ihnen hier wieder aufzuhelfen. Schade. Ja, bei dir. Ich kriege ja diese plus 4 Strength, wenn ich im Blindspot angreife. Soll denn er zuerst angreifen? Und guck hoffen, dass er sich so rum umdreht. Ja, probier das mal. Ob er das nicht überlebt. 1, 2, 3, 4. Und dann haut er jetzt mit dem Skull oder mit der Bone Axe. Bone Axe macht halt eher Schaden, ne? Ja. Und das Frail ist erstmal unwichtig, ne? Ja, das ist, kommt dann nur drauf. Bei der Hit Location drauf. Kann sein, dass die kaputt geht. Das sieht 3, 4, 1 hat nichts gebracht. Soll ich einen Survival ausgehen? Nochmal drauf haben? Auf jeden Fall. Darf ich das? Da, doch, darf ich ja. Du hast auch nur 2 Würfel. Hast du aus dem nur 2 Würfel? Dann muss ich ja mal nochmal neu machen, ne? Und jetzt. Ja. Also, bringt nichts, aber ist auf jeden Fall einmal getroffen. Ja. So, First Strike. Must sacrifice. The Screaming Angels, Massive Eyes, glints with the human like fear. If the attacker is insane, nein. Cancel all hits and end their attack. Otherwise, the attacker suffers 1 brain damage. Ja, schön. Und jetzt muss ich noch gucken, ob ich treffe, ne? Ob ich Schaden mache. Ich habe keinen dazu, das heißt, ich habe hier 3, das heißt, ich muss jetzt 7. Du musst 7 oder mehr würfeln. Das klappt. 8. Das geht gut. Das ist ein Schaden. Aber sie dreht sich nicht. Sie dreht sich nicht, nein. Schade, schade. 1, 2, 3. Wenn wir uns jetzt alle um die rumstellen, dann rennt die uns gleich alle rum, ne? Aber... Sollten zumindest auf 3 Seiten verteilen, nicht nur auf 2. 1, 2, 3, 4. So. Und dann jetzt geht's los. Was kriegst du alles? Jetzt greife ich erstmal mit meinen Whistling Maces an. Das sind 6 Würfel. Solltest du nett, die treffen auch? 6 plus. Das sind 1, 2, 3, 4 Treffer. Und eine 1? Und eine 1. Ja, ich krieg einen Schaden. Okay, Mann, das war aber auch nur so aufpasst. Ja, der tut weh. Ja, das tut jetzt weh. Oder kann ich den auch dodgen? Den kannst du auch dodgen. Das möchte ich das bitte gerne machen. Hättest du sonst eine Civil Injury bekommen? Ja. Okay. Ja, ich krieg fast überall Severe Injury. Dann solltest du jetzt alles raushauen, was du kannst, weil ich glaube, du wirst dich selbst töten. 1, 2, 3, 4. Das ist, glaube ich, nicht die beste. Achso, ne, das ist so. 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. So. Das ist nicht so gut. Gains plus 2 Luck. Ben? If you hit with a club or shield. Ja, mit einem Club ist es definitiv, ja. When attempting to wound dislocation. Dann fange ich doch da mal an. Dann hier. Turn the screaming face the attacker and full move towards. Also. Ne? Reflex passiert immer. Ja. Außer der Crit sagt, er wird gecancelt, aber steht da, glaube ich, nicht drauf.
Nee. Also es tut mir sehr leid, mit dem letzten rennt den vielleicht um. Nee, der okay. kann nochmal. Aber jetzt probiere ich erstmal den da. Das heißt, ich kriege plus 2 Luck. Das heißt, ich muss jetzt mit einer 8 ist es ein Crit. Aber ich 5 mit einer 5 plus treffe ich. Ja. Das ist ein Schaden für das hier. Persistent Injury, aber nur bei einem Crit. Hier. Failure. Spin Point Survival. Das heißt, das ist normal, das ist einfach nur mit einem 5 plus treffe ich. Ja, gerade noch so. Zack, und ein Schaden. Hier. Es ist eigentlich egal, welches von beiden ich mache, weil sie bei beidem jetzt dann wegrennt. Ne, bei dem rennt sie nicht weg, wenn ich keine Wunde mache. Ja, probier das doch erstmal. Ich probier das erstmal. Damit rennt sie zwar uns beide dann um, wenn ich so eine Wunde mache, aber wenn ich critte, kriegt sie eine minus 1 Damage Token. Mhm. Was natürlich ziemlich geil wäre. Ja. Also, einfach jetzt critten. Schade. So wie bei nur so eine Wunde. Und damit dreht sie sich zu uns und geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Full Move, ne? Ein Full Move. Boah. Full Move, forward in a straight line. Fünf. Das heißt, random Hit Location kriegen wir jetzt beide Schaden. Und ne? Den Schaden kann ich nicht mehr machen, weil sie weg ist. Genau. Zwei Schaden auf dem random Hit Location. Ich dodge das wieder. Du kannst nur einmal Runde dodgen. Dann kriege ich jetzt eine Severe Injury. Ja, das wird sicher nicht so schlimm. Das ist nur keine Einzelwürfe. Body hatte ich schon. Bin ich jetzt auf 0? Ah, ne, bin ich auf 0. Ich hab Angst, 7. Ruptured Spleen, a vicious body blow. Skip next hunt, gain 2 bleeding counts. Skip next hunt ist auch nicht. Ja, dann kann sie leider nicht mit zum Nemesis. Oh, wie doof. Hast du schon absichtlich gemacht. Ich muss jetzt so, irgendwo kann ich das an. Skip next hand. Ja, unten links und rechts. Skip next hand, ja. Das heißt jetzt aber, dass Truck kann jetzt. Kann ja auch irgendjemand ihm aufhelfen? Ich habe das schon einmal gemacht. Arnulf. Nee, Arnulf war auch schon. Das ist egal, das kannst du trotzdem machen, auch wenn dann du. Dann gibt Arnulf noch einen Zweifel. Du kannst es nur einmal Runde machen. Dann hilft er ihm auf. Da kann er 1, 2, 3, 4, 5 laufen. Von hinten drauf. Von hinten gleich mit seinen beiden Schwertcherchen drauf. Achso, ich kann dann auch, weil die weggerannt ist, konnte ich dann mein cooles mit dem Bone-Dinger nicht nochmal anmachen. Hätte ihn werfen können. Ah, jetzt 3 Schaden gemacht. Also. Drei Schaden habe ich gemacht. Und der ist ja Weapon Proficiency, das heißt, der kann auch sich nachher aussuchen, wo er erstmal draufschlägt. 8. Ich habe mit dem Scrap Sword. Ach, ich muss unterschiedlich würfeln, ne? Mhm. Ja, darf nicht alle Würfe auf einmal würfeln. Dann mach ich das nochmal. Hintereinander. Erst mit dem einen und dann mit dem anderen angreifen. Ja, dann, aber da würfel ich. Der hat plus 1 Speed, das heißt, er würfelt mit 3. Mhm. Weil das plus 1 Speed hat er vom letzten Mal. Verliert das? Ja, wenn das ein Token war, ja. Mhm. Dann hat er das nicht. Zwei unten, 2. Dann hat er mit 2. Eine 8 und eine 7. 7 und 8. Trifft beides, ne? Weil 5 plus trifft. Mhm. Das heißt, ich krieg 2 Hit Locations. Mhm. So, das heißt, ich darf erstmal würfeln, da darf dann entscheiden, wo ich drauf gehauen habe. Ja. Weil du das Swordmaster bist. Ne? 9. Ich glaube, das erste, ne? Auf das, wo Failure draufsteht, genau. Glaube ich, ne? Das heißt, der kriegt auf einen Schaden. Mhm. Und du hast keinen Lack, ne? Nein, leider nicht. Dann der zweite. 7. Scheint auch zu treffen. 7, hier kriegt er plus 3, das sind 10. Und Strength hat er auch noch plus 1, also trifft. Das Scrap Sword kriegt, wenn du einen Perfect Hit machst, irgendwie, ne? 1d5 Strength oder sowas? Oder Perfect Hit, the Edge Step gained plus 4 Strength for the rest of the attack. Also nur ein Schaden. Ja, jetzt ist aber Wound, roll a d10. For each survivor currently in the monster's blind spot, it's me. On a result of 3+, they are really back kicked and suffer 3 damage.
at a random hit location. Das heißt, ich muss das niedrig würfeln. Mhm. 4. Hat nicht funktioniert. Fast. Das heißt, ihr kriegt 3 Damage on a hidden random. 3. Ja, ich habe die Tabelle schon mal fertig. Waste. Ein Schaden. Er hat da 2. Oh, schön. Das ist ja gut. Damit kommt einer auf L. Hey, so Rüstung ist schon was. Und dann fliege ich 5 zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann Knockback lege ich auch da, oder? Mhm. Das liegen alle. Gut, aber ich hab Schaden gemacht. Ja, das hast du schon weggemacht. Gut. Ja, das ist ein harter Kampf, aber wir liegen also vorne. Ja, jetzt ist nur die Ziege dran und wir liegen genau in ihrem. Alles gut, aber ich bin. Ja, alle für. Ich finde das so easy. Ja, dann ist er Monster Controller. Mhm. Du stehst da, warum legt ihr euch hier rein? Dann haben wir hier Storm and Snow. Pick Target, Random, Survivor in Range. In Range das heißt. Das sind nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mich kriegst du nicht, einer von den beiden. Mhm. 1 bis 5 du und drüber ich. Du. Das klappt immer, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann steht er hier. Ja, super. Pick a target. Aber er könnte ja auch 8. Stopp mal, pick a target in range. Haben wir, ne? Dann Intimidate target. Scumming Eye begins to stomp and snore excitedly. A gurgling moan sounds from its undermouth. Turn it face to the target and roll a d10. On a result of 4 plus. Mm-hmm. Ja. The target suffers 1 brain damage per monster level and is knocked down. Das ist nicht so schlimm. Ich bin eh schon knocked down. In addition, if the target is insane, they suffer knockback 5. Was passiert, wenn ich nicht weiter knock ich den mit weiter? Ja. 1, 2, 3, 4. Nee, der bleibt dann stehen und kriegt nur Collision, das heißt, er ist Knockdown. Okay. Ja, ich muss mal ganz kurz mit einer Kollegin telefonieren, die hat irgendwie schon. Ich hab ihre Nummer gar nicht. Da ist das weg. So, jetzt kommt noch ihre böse Sache, dass sie Diabolik sonst was macht, ne? Genau. Aber bei Diabolik, das haben wir auch, glaube ich, falsch gespielt, kann sie nur 2 vorlaufen. Wie nur 2? Nein. Full move toward target. Full move toward target. Und Full Move in 8. Deswegen sind die Pfeile. Aber das ist doch, wenn sie Trample Zone. Die Trample Zone, es heißt nur, die Trample Zone ist hier und hier. Aber das Ding ist halt einfach nur so klein. Sie geht in die so. Oder in die Richtung. Okay, Full Move und ist in 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, der arme kleine Kerl kriegt. Nee, der hier. Wieder, ja. Dann kriegst du wieder 2 Schaden auf Hit Location. Es wäre erstmal schön, wenn es mal nicht auf den Body oder auf den Waist gehen würde. Es geht auf den Body. Ja. 1 und dann Severe Injury auf dem Body. Severe Injury auf dem Body. Dann musst du würfeln. 5. Destroy back. A sharp cracking noise. Suffer -2 permanent movement. You can no longer activate any gear that has +2 strength. This injury is permanent and can be recorded once. Gain 1 bleeding token. Schön, hast du gut gemacht. Destroyed bag. Wer ist denn das? Das ist noch nicht mal hier der Neuling, ne? Das ist nicht der Neuling, nein. Das heißt, ich kann jetzt, aber er kriegt jetzt 1 Insanity, weil er Monster Controller war und angegriffen wurde. Ja. Ich kann jetzt keine Weapon benutzen, die +2 Strength gibt. Und das heißt, das sind beide. Super. Ja, beide. Er ist useless. Kann man die austauschen oder so? Muss ich mal gucken. So, dann sind wir jetzt aber, dann war das die Ziege, die Antilope, ne? Ja. Dann sind wir wieder dran. Das ist nur Roland. Ja. Ja, Roland kann auch encouragen. Oder? Hat er noch Survival? Mhm. Er hat, glaube ich, noch Survival, ja.
Ja, ich weiß nicht, es gibt irgendwas, wenn wir schon erhöhen, das wird in den Zielen, das ist erst ein Jahr, dann wird es auch noch groß werden. Ich glaube, er hat noch fünf. Guck mal. Sehr gut. Also, wenn... Ja, das Problem ist nur, wenn er jetzt encouraged, wir liegen halt da alle so. Ja, aber es macht einfach nur Sinn, dass er von hinten einfach nochmal angreift. Mhm. 1, 2, 3, 4. Mhm. Ich würde aber vorher noch encouragen machen, bevor er nachher auch noch da liegt. Und ich würde dich encouragen, weil er kann nicht mehr, kann keinen Schaden mehr machen. Ja, okay. Für einen. Mhm. Und er will nachher eventuell noch einen zweiten ausgeben, weil er nochmal angreifen will. Jetzt greift er erstmal an mit zwei Würfeln. Das sieht doch nicht schlecht aus. Perfect Hit. Das heißt, er macht schon mal einen Schaden auf jeden Fall sicher. Und die 7? Und die 7 müsste treffen. Weil er hat, glaube ich, die Stärke, plus 4 Stärke und der hat nochmal Stärke. Nee, da ist ja nur das auf das hier. Ja, yeah, da steht... Nee, das ist nicht plus Stärke. Die plus Stärke ist ja dann für das unten, für das... Was da steht 6 plus trifft. Ja, dann ist das, trifft die 7. Und der ist von hinten, das heißt, er hat sowieso nochmal einen mehr. Das heißt, er trifft auf jeden Fall. Ich habe übrigens Evasion. Was bringt mir Evasion nochmal? Dass sie dich schwerer zu treffen ist. Das ja, heißt, du kriegst plus auf... Aber sie hat mich die ganze Zeit nur umgehört. Ja, die hat mich nur umgenutzt. Sie hat dich nochmal angegriffen. Okay. So, dann würfel mal, was er... Aber jetzt haben wir hier eine Hit-Location. If you hit with a club or shield. Nee, ne? Nee. Aber dann macht er jetzt einen. Gucken wir mal, ob er Schaden macht. Eine Kritik. Also jetzt kommt nämlich Strength und das von der Waffe drauf. Was ist von das unterste von der Waffe? 4 plus 2 und er hat aber plus 3. 7. Reicht immer noch nicht. Nee, schafft er nicht. Er hat nur einen Schaden gemacht. Oder? Weil Strength ist 3 und bei der Waffe sind 4. Nee, doch, das sind 7, sind 9. Oh, gerade nicht. Ja, genau. Warte mal, von hinten angreifen bringt keinen Strength, ne? Doch, das ist ja dann ist er einfacher zu treffen, oder? Ich meine, ja, müssen wir jetzt gleich nochmal fragen. Und auch kein. Ich meine, das ist 1. Also, es ist leichter zu treffen, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, ob es. Ich weiß nicht, was auch so ist. Nur leichter zu treffen. Nicht. Aber er hat ja noch Ex. If your wound attempt fail, you may ignore it and attempt to wound the selected hit location again. Okay. Bam! Persistent injury, crushed knee. The screaming antelope's balance is ruined. When the monster starts its movement, roll 1d10. On a result of 1, the screaming antelope is knocked down. Das okay. Ist nicht so schlecht. Sehr gut. Und sie kriegen noch einen Schaden. Mhm. Zack. So, dann bin ich jetzt noch dran, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Du willst aber vorher noch Arnulf aufhelfen. Damit Arnulf wenigstens auch noch drauf hauen kann. Ja. Arnulf steht auf. Und dann gehe ich 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nee, du, hier steht sie ja. Das ist ja ihr Feld. Das heißt, du stehst hier. Also. 1, ja. Ich möchte irgendwo eigentlich stehen, wo ich nicht. Aber ich kann sie nicht angreifen. 1, 2, 3, 4. Du kannst sie halt hier stellen, aber das heißt, dann würdest dann du schräg. Dann kannst du nicht mehr angreifen. Genau. Okay. Ich möchte mir diesmal bitte nicht selber wehtun und wenn, bitte gegen den Kopf. Noch ein. Keep him coming, keep him coming. Das ist. Eine 1. 1, 2, 3. Einmal haue ich mir bitte gegen den Kopf. Du willst auch Evasion machen. Ah, ne, Evasion geht gerade auch nicht. Doch, ich kann dodgen wieder. Ich kann einmal dodgen, einmal pro Runde dodgen. Okay. Das sind 1, 2, 3 Treffer. Mhm. 1, 2,
Drei. Sehr gut, super dense. Frail Weapon, ich habe auch keine Frail Weapon. Die hat Reflex. Consume. Ja, dann mache ich erst das. Dann das. Und dann das. Okay. Jetzt ist es wieder, ich greife wieder nicht von hinten an, was voll blöd ist. 5 plus trifft. Das eins, trifft nicht. Ich glaube noch hinten, klar. Oh Mann. Ja, jetzt kommen wir gleich noch die Reflexes. Ja, da darf ich jetzt keine 1 oder 2 würfeln. Yes. Crit. Gain 1 Screaming Antelope Resource. Ich muss hier mal durchwürfeln. Durchmischen. Persistent Injury, Vomit, Blood. Whenever the monster collides with a survivor, they are drenched in blood and gain 1d10 Insanity. Sehr hübsch. Das hat doch immerhin schon ein bisschen was gebracht. Den Schaden haben wir gemacht? Nee. Nee, ne? Noch nicht. So. Und einmal kriegen wir ein Pet. Ist doch auch schon mal gut. Leg's bei dir einfach mal hin. Ja. So, dann kann Arnulf noch sich vergnügen, ne? Mhm. Arnulf geht hier rüber und haut einfach mal drauf. Ach nein, warte, Moment, ich habe mir eine Blood Taint. Ich darf noch einmal mit dem Bone Dagger angreifen. Ja gut, dann macht er noch gar nichts. Hab ich vergessen. Ja. Du ich darf mit drei würfeln und meine 7. Du kannst auch, wenn du willst, dann werde ich noch so 3 rausgeben und nochmal draufhauen. Mit beidem. Das ist, sieht doch gut aus. On a perfect hit. On a perfect hit, gain 1 survival. Danke. Das sind wieder zu viele Sachen, auf die ich achten muss. Hier übrigens hätte ich hier auch reveal the next AI card, aber das ist ja eigentlich, das hätte ich ja vorhin machen können, aber ist egal, weil danach hätte ich ja Schaden gemacht, dann wäre die weg gewesen. So, aber 2 Schaden, also 2 mögliche Schaden. Keine Trap. Ah, gut. Oh, beides. Ach nee, aber ich darf ja nicht mit einem Club oder einem Shield. Ich greife jetzt mit dem Bone Dagger an. Ja. Schade. Und ein Perfect Hit Game von Monster Baby, ja. Also genau, damit habe ich jetzt nur 3, das heißt 7 plus trifft jetzt. Yes, 9. Ein Schaden. Und 5 trifft nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ja, du noch ein Survival ausgeben und du ihm nochmal 3 Schaden. Ja, wenn du ihm nochmal 4 Schaden machst, dann mach ist er weg, mal. Ne? Mach ich nochmal. Wenn ich dabei drauf gehe, hoffentlich nicht. Du kannst jetzt gerade keine Welt machen. Kann ich nicht mehr dodgen. Ja. Aber ich könnte ja auch einfach mal meinen Kopf treffen. Der hat noch 3 Arme. Wenn ich mir immer wieder auf die Brust treffe. Aber ich auch, kann auch einfach keine 1 würfeln. Das eins, ist auch 2, 3, 4. Jetzt kommt bestimmt die Trap. Ja. Wailing Sly Trap. Reshuffle. Nein, das ist die Trap. Achso. Deswegen reshuffle the hit location deck. The Screaming Antelope panics, its undermouth unleashing an inhuman wail. It bucks wildly and leaps into the air. Falsch. The attacker is doomed. All survivors adjacent to the monster suffer 2 brain damage per monster level. Tut mir leid. Wieso stehe ich da jetzt neben? Da stand ich vorher noch nicht. Du hast gerade ganz schön viel Schaden gemacht. Bam, habt ihr das gesehen hier? All survivors adjacent, also genau, to the monster suffer 2 brain damage per monster level, knockback 5 and are knocked down. Das trifft jetzt alles mit? Alle. Alle. All survivors adjacent to the monster. The monster lands on its belly and begins to slide on its teeth. Turn the monster directly away from the attacker and full move towards forward in a straight line. Das ist ein Trap? Aber erstmal müssen alle Knockback 5. Also da kriege ich einen Token für. Habe ich mich vorher auch mal 5 bewegt. 1, 2, 3, 4. Ja? Habe ich? Ja. Nicht, aber wenn ich knock da, bin ich knock down, dann verliere ich alle. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist nicht adjacent. Genau. Suffer 2, also wir kriegen alle 4 Brain Damage. 2 Brain Damage per Monster Level. Der kriegt der nochmal, muss er zweimal würfeln auf dem Ding. 2-0? Ja.
Wieso zweimal? Weil er hat ein Insanity gehabt, das heißt einen Schaden, einmal ankreuzen und dann zweimal. Alles, was über deinen drüber weggeht, kriegst du nur einmal einen Schaden. Okay. So, aber dann dreht sie sich nämlich noch mal weg. In full move forward. 9. 5. Mit deiner 9 hast du New Perspective, you're knocked down and gain 1d10 Insanity. So, die hat 8. Ich hab Danger Caesar, you treasure wildly, dealing 1 damage to yourself and a very adjacent survivor. Moment, bevor sie sich bewegt, Entschuldigung. Okay, du machst das. Einen auf die Hand. Bevor sie sich bewegt. Für ihn, ne? Für mich. Ist für ihn auch. Also sie hat eine 7 gewürfelt, das heißt, sie darf sich bewegen, dann bewegt sie sich hierhin, rennt euch beide um. Ihr beide bekommt 1d10 Insanity. Nochmal, ich habe gerade schon 1d5 Insanity bekommen. Ja, du rennst nochmal in 1d10. Boah, dann habe ich jetzt von 0 auf 13, die hätte ich vorher gebrauchen können. Ja, es tut mir leid, ich kriege sie jetzt erst, weil sie Blut über dich... Geil. Sich ist das noch was Neues? Vomit Blood in a Persistent Energy. Oh, schön. Aber ihr kriegt trotzdem, ihr werdet trotzdem auch niedergetrampelt. Ne? Ja. Ich kriege eine Disorder. Ja, und ihr kriegt, eine Disorder, eine Random Disorder. Noch eine. Ich krieg zwei Disorder. Juhu, dann kann Für das umgerannt werden. On Collision, Non-Death Survivors. Ihr seid beide nicht taub, ne? Nein, gar nicht. Das oder was haben wir wo? So, das hat jetzt. Also, wir waren echt nicht schlecht. Also, die Schaden hat sich gelohnt, ne? Ja, also, du hast ganz schön ein paar Schaden gemacht und dann habe ich nochmal Schaden gemacht. Ich habe versucht, nochmal mehr Schaden zu machen und dann die Kraft gezogen. Also, ich habe einmal. Oh, das sieht beides nach Erweiterungskram aus. Ghostly Beauty. Gib mir nochmal eine. Double all insanity you gain, double all survival you spend. Oh Gott. Das ist Mist. Geht da deinen Würfeln zum Zurückbekommen? Ne? Wahrscheinlich ja. Und Flower Addiction, you may only depart the Flower Knight after you depart, cure the disorder. Wir haben den Flower Knight nicht in der Kampagne drin, ne? Dann werfen wir das mal ab. Ich wollte gerade sagen, weil dann kannst du den Gab jetzt nicht mehr mitgehen. Traumatized, whenever you end your act adjacent to a monster, you are knocked down. Gut, dass ich Reacher. Na, siehst du, wenn einer die Disorder bekommt, dann du. Ja, aber wenn ich jetzt noch neu kriege, dann kann ich immer. Ich habe die Tiny Arachnophobia. Ich kann jetzt nichts mehr annehmen, was die Keywords Amber oder Silk hat. Oh, schön. Ich glaub, das aber er ist sowieso weg, weil er ist seinem Rhythmus gebrochen. Er kann nichts mehr benutzen, was eine Stärke 2 oder mehr hat. Das heißt, er kann seine Schwerter nicht mehr benutzen. Das heißt, er ist komplett advanced useless. Ja, er hat Fist and Tooth. Da hat er Deadly. Der hat plus ein Luck. Wenn du ihn einfach nur mit bloßen Händen angreifen. Ja. Das läuft ja. Ja, also. Ne? Bis eben war alles gut. Dann kam ich wieder und dann ging es nach hinten los. Nee, also das mit dem gebrochenen Rücken war direkt dann am Anfang. Aber danach lief es eigentlich gut, bis ich die Truck gezogen habe. Gut, das war mein Turn. Jetzt ist da Arnulf. Ja. Arnulf ist noch da. 1, 2, 3, 4, 5. Möchtest du vielleicht werfen einfach? Oder? Nee. Arnulf könnte auch werfen. Ich habe noch 3 zum Werfen. Soll ich mal einen werfen? Aber du möchtest die Dinger lieber aufbewahren, hattest du gesagt. Ja, vielleicht für einen Phönix oder so. Brauchen wir die jetzt gerade? Sind wir, obwohl wir sind schon echt nicht gut dabei. Ne? Wie viel den hat er noch? 4. Ja, damit kriegen wir in dieser Runde nicht tot. Ja. Das heißt, wir können ja warten, nächste Runde, wenn wir ihn dann damit töten können, alle einen Schaden gemacht haben, dann können wir die werfen. Okay. Ich würde jetzt noch einen Survival ausgeben, um noch einen einen zu encouragen, damit er aufstehen kann. Wer waren die Survival noch nicht dran? Null. Ist egal, nee. Alle. Nee, es ist egal. Weil also es waren alle schon dran. Der Letzte. Dann brauchst du ja keine Encouragen. Dann brauchst du keine Encouragen. Okay, dann stehe ich mir einfach nur dahin und guck mir... Ja. Ich kann noch weiterlaufen. Also ich kann halt nicht irgendwie searchen, weil... Nee, du stehst da ganz gut, weil du dann aus dem Weg bist. Weil die, wenn die wieder 8 in die Richtung rennt... Ah ne, doch, er könnte noch Akantos abpflücken. Aber ja, das geht nicht. Nee, okay, krass. Alles gut. Dann fertig. Dann ist jetzt die Antilope dran und du bist Monster. Yeah. Wann kommt eigentlich dieser Instinct Braze?
Wenn sie kein Target hat. Okay. Wir zum Beispiel. Pick Target, in Blind Spot, in Range. Das sind zwei. Das heißt, wir können es aussuchen, wen. Ich habe. Hat der noch Rüstung, der andere? Mm-mm. Dann geht's ihm. Ah, nee, sie geht auf mich auf jeden Fall. Nee, das ist der mit dem gebrochenen Rücken. Also, kannst du der kann auch drauf gehen. Okay, dann gehen wir auf den mit dem gebrochenen Rücken. Speed 1. Also hat sie auf Speed 2, weil sie Level 2 ist. Mhm. Accuracy 3. Beide treffen. Außer der Evasion hat er wahrscheinlich nicht. Nee, aber er kann noch. Er kann auch dodgen. Nee, kann er nicht, wenn er liegt, ne? Doch. Kann er, glaube ich, immer. Wenn dann du dann dodge einfach mal. Dodge er einem, das heißt, er kriegt nur den zweiten Schaden. Und das sind dann 4 Schaden. Auf eine Location? Auf eine Location. Okay, ich glaube, damit gehst du jetzt drauf. Mal gucken. Da ist ja immer noch ein Würfelwurf da. Auf die Brust? Die Brust ist schon komplett weg. Ja, dann würfelst du einmal. Roll high or die. Warum lasst ihr mich eigentlich Schaden würfeln? Ich würfel nur Brust. 5. Destroyed Back. Nee, das kann er nur einmal bekommen. Das heißt, du musst nochmal würfeln. Steht extra drin, dass das nur einmal bekommt. Okay. Da sind nur zwei Kästchen da. Hinten drauf. Ist auch ein bisschen komisch, ne? If a survivor suffers a severe injury, they already recorded the maximum number of times and instead gain one bleeding token. Achso. Ja, da kriegt er noch einen Bleeding Token. Ich habe gerade 9 gewürfelt, aber das ist dann egal, ne? Ja. Dann geben wir mal einen Bleeding Token nochmal. Ja. Destroyed Back. Wie viel? 5 zu tot. Ja, du brauchst ja nur noch 3. Stimmt, bei Destroyed Back sind hinten 2. Das macht keinen Sinn, weil da steht, dass er nur einmal kriegen kann. Ja, das ist vielleicht ein Fehler. Mhm. Gut. So weit so unschön. Dann kommt noch ihr Diabolic sonst was. Das heißt, die rennt jetzt nochmal über uns beide rüber. Ja, was uns nochmal jeweils irgendwie 2 Schaden... Bei Schaden auf eine Location. Könnten ja ruhig auch mal weg sein oder sowas. Hände. Dann hängt jetzt noch eine Wissorder auf die Hand. Waste. Da gibst du jetzt wie viel Schaden drauf? 2. Oder per Monster-Level? Ja. 2, ja. Nee, also 2, es gibt... 2, okay. One damage per Monster-Level. The Monster-Level to equal to the Monster-Level. Okay, dann einfach jetzt 0 auf dem Waste. 1. Auf die Hand. 1 auf die Hand? Das, damit bist du, glaube ich, tot. 1 auf die Hand, lies mal vor. Kannst du das dodgen? Nee, jetzt kannst du das nicht mehr dodgen. Die of Shark. Damit ist Truck auch tot. Your vision fades along with the side of your mangled armless torso. Gut, damit ist Truck auch tot. Was der mit dem kaputten Rücken wenigstens? Ja. Sehr gut. Der hatte mal einen 2er durchgehalten, oder? Der hat, hat zwei Hands durchgehalten und Katte auch dann damit gerade... Damit ist Trick der Letzte, den nehmen wir aber nicht mit, weil der hat Lepra. Der Letzte von den drin. Also das ist halt, ne? Die Frischling musst du mitnehmen und wenn sie es nicht bringen, dann bleiben sie halt draußen. Na, der war ja gar nicht so sehr. Arnulf war ja hier mehr Frischling, aber jetzt muss Arnulf... Arnulf hat ja auch schon Frischling, der kann eigentlich nicht. Gut, dann stehe ich jetzt wieder auf, ne? Mhm. Ne, sie rennt ja, also sie ist ja erstmal noch gerannt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich stehe auf, bitte wieder auf. Soll ich anfangen? Gerne, dann dreht sie sich vielleicht um. Dann renne ich da mal ran und greife mit meiner Counterweighted Axe an. Mache leider nur einen Treffer, kein Perfect Hit. Also habe ich eine Giant Tongue und mache da eine 8, eine 9. Ist leider nicht genug für einen Crit, aber ich mache einfach einen Treffer. Einen Schaden weg. Oh. Blood and Spill erupt from the screaming antelope wounded. Stopp mal, sie hat sich bewegt, noch einen Schaden, oder? Nee, der muss sie würfeln. Wenn sie sich bewegt, muss sie würfeln und wenn eine 1, dann ist er noch down. Also. Okay. Das ist, ach genau, alle, die sie überrannt hat, kriegen nochmal wieder, Entschuldigung, wieder einen D10 in Sanity. Warum? Wegen diesem Vomit Blood. Whenever the monster collides with the survivor, they're drenched in blood and then. Also jetzt er ist 23. Tot. Er ist tot. Er ist tot? Er ist tot. Wenn sie darf nicht sterben, bevor er seine Insanity ausgeben. Dann kann man irgendwie Insanity ausgeben. Wieso? Weil mit über 20 bist du tot am Ende vom Showdown gegen einen Antilope. Kannst du das dodgen? Nee, mit dodgen brauchst du ja Survival. Hab ich ja. Ach so. Aber wodurch habe ich das jetzt bekommen? Hier, durch diese Persistent Energy Injury. Und du musst so klein zu sagen, nee, das kann ich nicht dodgen. Puh. Das heißt, du brauchst eine Brain Injury, bevor wir sie umbringen. Und sie brauchen nur noch 2 Schaden. Ich brauche... Wie kriege ich denn hier Dings weg? Gar nicht, glaube ich. Brain Injury, ne? Aber hat sie Dinger, die Brain Damage machen? Weiß ich nicht, sie hat nur noch eine Karte drin. Bei Brain kriegst du überall nur Insanity. Ja, aber wenn sie Brain Injury macht, ziehst du ja Insanity. Ja, wie macht sie den Brain Injury? Es tut mir sehr leid, dass mir jetzt noch aufgefallen ist.
Aber warum musst du auch eine 10 würfeln? Ja, weil ihr habt das halt so mit 10, ne? Beim Schaden machen muss man eine 10 würfeln. Gain 1 D10 Insanity. Ich glaube, das wird das aus für Roland. Schade, weil das so cool. Haben wir Propulsion 3, plus 3 Stärke. Naja, vielleicht kriegen wir coolen Loot. Okay, also, ich kriege jetzt aber immer schon mal ein Brain Damage. Damit hast du nur noch 22. Das ist doch schon mal gut. Dann schreibe ich nochmal. Jetzt muss ich alles raushauen. Also, 8 und 5 sind von hinten zwei Treffer. Hier kommen irgendwas durch Schaden. Hier. Toll. Okay, dann hau ich erstmal hier raus. 3 Brain Damage, oder? Was? 2 Brain, ne? Suffer 3 Brain Damage. Suffer 3 Damage to random hit location. Okay, ja, dann nicht. Wie schade. Wäre auch doof, wenn das jetzt kommt. Ich erstmal hier drauf. 3, ich habe 4 sind 7 und 3 sind 10, das reicht genau, um einfach nur eine Wunde zu machen. Roll 1d10 for each survivor currently in the blind spot. On a result of 3 plus, they are brutally backkicked and suffer 3 damage to random hit location and knockback 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 damage auf eine random hit location, auf den Fuß. Da habe ich dann 1, 2, da habe ich eine Heavy. Das heißt, dadurch gehe ich Knockdown. Und damit brauchst du auch den anderen nicht mehr zu suchen. Richtig. Aber den Schaden hast du genommen, ne? Ja. Mhm. Jetzt muss man nur einen Schaden machen. Sollen wir das Arnulf probieren? Mhm. Damit er. Ich glaube, Roland wird einfach von uns gehen. Das ist ein wahnsinniges Kampf. Und. Ja, der wurde auch ganz oft mit Blut über. Ja, das ist auch nicht gut. Skullhammer oder Club? Bone Axe macht. Triffst schon auf 6. Mhm. 2 Rücken nur, ne? 3 und 8. 8 trifft. Das heißt Hit Location. Wenn ich die Wunde, wenn das die letzte Wunde ist, dann tut sie dann noch umdrehen und rennen? Nein. Ist dann tot. 4 plus 3 sind 7. Reicht nicht. Von innen gibt es ja keinen Schaden mehr, ne? Nein. Gut, dann no wound, nix, alles gut. Soll ich nochmal zuschlagen mit einem Survival? Mhm. Ja, klar. Das vielleicht oder soll ich einen Stein schmeißen? Ja, oder 1, 2, 3, 4, 5, ich kann auch nochmal versuchen. Nee, kein Stein. Wir haben ja noch genug Leute, die angreifen können. Also gut, greift er jetzt nochmal an oder du hast nur ein Survival. Ja. Wobei wir kriegen auch recht viel beim Losgehen immer. Ja, das... Lass sie doch angreifen. Sparen wir das so. Aber wir haben jetzt 6 und kriegen immer nur 2, ne? Wir kriegen 4. Wir kriegen 4? Ne, wir kriegen 2 plus 3 Kantos. Kriegst du ja auch noch 2. Ah, dazu. Okay. Ja, wenn wir den immer mitnehmen wollen, den werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Hau drauf, mach sie kaputt. Wie willst du wieder deinen... Alle Würfel. Nur ich wieder keine 1. Intimidate machen oder so. Ja. Ups. Keine 1, sehr gut. Das sind 1, 2, 3. Du hast keinen Lack, ne? Nee. Hilft eins auch noch nichts. Mhm. Und habe ich die ganze Zeit vergessen, dass wir, wenn sie sich bewegt, dass wir nochmal würfeln müssen, ob sie. Doch, habe ich eigentlich immer. Das ist nur, wenn so ein 1 würfelt, passiert was. Ja, ist das ja, super. Ja, ich nehme eins von den beiden. Du willst ja sowieso einfach sie nur umbringen. Genau. Das heißt, ich habe hier Luck plus 2. Das ist kein Luck plus 2. Und das nicht von hinten angegriffen, das reicht dann nicht. Von hinten angegriffen ist eh egal. 3 sind 5 und 8, das reicht nicht. Dann nochmal. Ja doch, von hinten angegriffen kriege ich plus 4 Strength. Ach, wegen deinem Sneak Attack. Ja, das reicht aber. 5, 4, 9, ja, reicht. 5 und 5 sind 10, reicht gerade, damit ist sie tot. Das ist jetzt tot, ich würde mich ja freuen. Aber Roland ist tot.
Ja, 22 Insanity. When the monsters defeated any survivors with 20 plus Insanity are driven mad by the monster's death wail, they vanish screaming into the darkness. Never to be seen again. Er ist nicht tot, er rennt dann nur weg. Ja, er ist noch da. Also seinen Charakterbogen belassen wir. Er ist nur verschollen. Wenn es dir das irgendwie. Interessant ist aber, dass wir ein ganzes Zeug noch einmal haben, obwohl er weggerannt ist. Er hat alles fallen gelassen. Da halt, ne? Er hat sich nackig gemacht, alles fallen gelassen. War ja und ist in den Wald gerannt. Er ist nicht killed in action, er ist missed in action. Ja. Ein Tod mit einem Fragezeichen dahinter. Dann haben wir es jetzt aber. Ah. Also wir haben jetzt immer einen verloren gegen Level 2 Antilope. Nee, wir haben jetzt sogar zwei verloren. Mhm. Ist noch einer gestorben jetzt? Ja, der mit dem kaputten Rücken. Ach ja. Ist noch tot gerannt worden. Mhm. Läuft bei uns. Wieso? Haben wir gerade zwei bekommen und zwei sind tot, ne? Ja, wir sind wieder auf 8. Also wir kommen nie auf 15. Ich möchte bitte wieder pimpern gehen. Wir gucken mal. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns eben. Vielleicht, dass wir aber zwei während der Hand verloren haben, kriegen wir vier Endeavor schon mal allein dafür. Dann kriegen wir noch zwei Endeavor dafür, dass wir zurückkommen. Das heißt, wir sind bei 6 Endeavor. Ja, da könnten wir vielleicht ein bisschen Glück gehen. Wir kriegen jetzt aber erstmal zurück. Erstmal kriegen wir Loot. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Eigentlich sind wir nur los wegen dieses Horn. Wegen diesem Horn, wenn wir dieses scheiß Horn nicht kriegen. Und aber hier, wir kriegen mehr, einen mehr, aber ja, das haben wir trotzdem, auch wenn der tot ist. Haben wir bestimmt mehr. Das heißt, Horn. Da kriegen wir ja Spezial-Antilopen-Dinger. Das sind die Spezial-Antilopen-Dinger. Das heißt, wir kriegen noch vier von den Basic, oder? Ja. Mhm. Kein Horn? Kein Horn. Was sind jetzt? 2, 4, 6. Einen kriegen wir mehr, weil wir ja dieses komische Ding haben. Genau. Jetzt kommt das Horn. Immerhin. Hat sich gelohnt. Puh. Kriegen wir nicht 4, 4? Nee, 6, 4 mal 10 Level 2. Darum jagen wir Level 2. Dann müssen wir 2 Ressourcen mehr bekommen. Was wir mit ganz viel Kritten und so vielleicht auch hätten bekommen. Naja, egal. Ne, wir haben hier, genau, wir haben einmal mit dem Kritten einen Pelz bekommen. Ja, das ist nicht schlecht. Aber dann kriegen wir noch 4 normale. Ja. Wo sind denn die normalen? Ich hab die nicht. Strange Basic. Ich frage mich wirklich, ob sich das so lohnt. Für 2 Ressourcen mehr. Ich meine, wenn du halt die normale Antilopie machst du schnell kaputt, hast du Chance ein paar Mal zu critten, da vielleicht auch die Ressourcen zu bekommen oder nicht. Ja, weil dann 2 haben es jetzt ja insgesamt für 3 Leute gekostet. Und auf Level 1 sind die wahrscheinlich jedes Mal tot gegangen. Ja, also Phoenix jagen wir nie auf Level 2. Nein. Ja, wie viel kriegen wir hier noch? 4. Möchte das nächste Mal den Lang bieten. 2, 3, 4. Das nächste Mal kämpfen wir erstmal vielleicht gegen Slenderman. Dann, okay. Ja, und einer unserer Guten ist gerade drauf. Dann kann der da nicht sterben, das ist doch gut. Ja, und wenn Alora ist, geht immerhin, geht Alora jetzt wieder. Das ist noch ganz eigentlich, ja, ne? Ja, ja. Die hat nur diesen. Die hat den Raptor Screen. Achso, war einer von da war. Und dieser Baum sah auch noch hübsch aus. Sie hatte hier Raptor Screen. Es gibt. Sie darf beim nächsten Mal nicht mitgehen. Das war das Problem. Okay. Das heißt, wir gehen das nächste Mal mit 4 Neulingen. Alles Neulingen ein. Mit Freshman. Außer Arnulf. Arnulf hat einen. Aber jetzt, genau, jetzt müssen wir erstmal hier. Arnulf ist dann auf einmal der alte Hase. Ja. So, dann. Ich krieg keine Hand-XP, ich bin einfach tot. Deceased. Hand-XP. Und was noch? Weapon Proficiency. Wenn du schon eligible dafür bist. Wie ist denn mir das? Du musst halt Hand-XP, also musst halt einmal gealtert sein. Ja, dann hat er ja gerade jetzt. Also jetzt hat nee, jetzt du bist geheilt. Noch nicht gealtert. Du hast eine Hand-XP gerade bekommen. Du musst okay. einmal okay. Kein Age hast dann kannst du keine Weapon-Provision zu kriegen. Gut, gut. Dann. Settlement-Event? Genau. Nee, Endeavor sind wir wieder bei 6. Survivor's Return. Ja, also es kommen 2 zurück, aber 4 sind gestorben, also genau. Nee, 2 sind gestorben, also kriegen wir 4. Also kriegen wir 4 dazu. Mal. Dann zieh mal wieder, ja, spiel mal die Glücksfee. Mach das mal so gut. Aha. Dark Trader. A corpulent man reclines on a chair carried on the backs of 4 cloaked men. He offers to sell the settlement many amazing treasures. Each item may be purchased once. Es gibt Strange Brew für 6 Ressourcen, Kingstone für 2 Ressourcen oder Shiny Sexy Jewel Thong.
Oh, bitte, den möchte ich haben. Gibt das Rüstung? Für was? Es gibt euch plus einen Lack. Shiny Sexy Jewel Thong. Das ist ein Tanga. Ah ja. Ein mit Juwelen besetzter Tanga. Und der macht was? Ich muss da noch würfeln. Und dann. Du kannst deinen Lack, einen Permanent Lack damit bekommen. Für diesen Tanga. Für deinen Juwelen Tanga, Tanga auf Armor. Mhm. Was müssen wir denn dafür ausgeben? 7 Ressourcen für den Tanga. Das wollen wir nicht. Also für den Pink Stone muss man ja noch 2 Ressourcen ausgeben. Da können wir entweder einen Founding Stone mitmachen oder einer kriegt den Immortal Disorder. Ich weiß nicht, was die macht, aber es klingt nicht so verlockend. Ich glaube, die Ressourcen haben doch immer noch nicht. Wenn über. Der Tanga nicht 7 Ressourcen hat, finde ich den lustig, aber nein. Und die Strange Brew kostet auch 6 Ressourcen. Ja, nee. Oder was sagt der Ressourcenmeister? Haben wir das über? Nee. Ja, nicht. Außerdem musst du eine 10 würfeln, dass da was Gutes bei rumkommt. Ach so, rumkommt. Ja, das lassen nein. wir vielleicht mal. Wir schicken den wieder weg. Ja, aber dann passiert wenigstens nichts Schlimmes, ne? Nee. Lingering Effects. Oh, sieht doch schön aus. Ja, der Tanga sieht nett aus, ne? Ja. Also, dass man da... Ein hübsches Nichts, was sie da anhaben, mit James Bond sein würde. Damit man dann einen Permanent Luck bekommt. Also, das scheint dann irgendwie die ganzen Tiere abzulenken, wenn das so glitzert. Und damit trifft man dann besser. So. Survivor's Return haben wir... Dann jetzt erstmal, guck erstmal wieder, ob wir für Innovate genug haben. Also wir brauchen auf jeden Fall das und das, um das Screaming Horn zu machen, ne? Mhm. Gut. Und dann brauchen wir ein Bone, ein Hide und ein Organ für Innovation. Haben das wir. Machen wir auf jeden Fall. Wenn wir auf jeden Fall. Dann was in Innovate. Haben wir den Deathcount geupdatet? Nein, noch nicht. Nein, und die Timeline geupdatet, das kommt nämlich alles vorher. Ja, doch, ja, mach mal Sachen und denk. Die Timeline updaten, dann ist jetzt hier Nemesis Encounter. 161. Forgotten 4 steht dahinter. Genau, aber wir machen nämlich jetzt Forgotten 4. Death Count 3 Leute, nee, 2 Leute sind gestorben. Mhm. Und damit wäre Roland weg. Oh. Der gute alte Roland. Der zweitälteste. Und Truck, ne? Ja. Was kommt jetzt vor Gott und 4, ne? In an instant, you recall the horrors of the past and see a familiar, delicate figure standing unheeded among the survivors. Your screams are choked by gulls of black water spewing from your mouth. Nominate a survivor with blotted fighting art to remember. Da haben wir nur noch einen, ne? Was haben wir? Einen mit blotted out fighting art. Ja, das ist Elora, weil Roland ist tot. Ja. Ja, blotted out, ja. Hat sie. Weil wenn keiner blotted out hat, dann würde Reveal the Horror kommen. And the Slenderman ambushes the survivors. Das klingt nicht gut, das klingt nicht gut. Aber Elora ist zum Glück noch am Leben. Nur halb auf. Also, dann erinnere dich mal. Du ahnst es. Roll 1d10. Ich sag's ungern, aber roll high or die. Irgendwann hat man echt Angst zu würfeln. Oh! Nur 3 ist vielleicht okay. Unable to trust their own eyes, the survivor grabs hold of a shard of rock. Gouging deep, they suffer the blind severe head injury. Du bist blind. Ich bin blind? Mhm. The survivor may avoid this injury by accepting what they see and reveal the horror. If they do, they gain the spiral ganglia disorder. Wenn du den Horror revealst, the Slenderman shape ripples into view before the survivor's eyes. If there's a Nemesis encounter Slenderman on the timeline this year, remove it. Stop the Slenderman phase and depart for a special showdown with the Slenderman. After showdown, resume to the Slenderman phase. Do not gain Endeavor, draw a Settlement Event card or advance the Lantern Year. Also wir können jetzt, also statt dass du blind bist... Warte mal, aber ich mache die Blind Permanent Injury, ja. Oder ich... das sind nur eine, das heißt ich habe nur einen schönen...
Weil das gibt einmal jetzt bei Mama. Ja. Kriegst du einmal minus also, ein Accuracy oder so, glaube ich. Ne? Das heißt, ich habe nicht beide. Blind, lose an eye, suffer minus one permanent accuracy. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich völlig blind bin. Okay, gut. Was mir gerade einfällt, was wir vorher vielleicht falsch gemacht haben könnten. Den Barbers Surgeon haben wir den gebaut? Ne, haben wir nicht gebaut. Doch. Weil den kostet nämlich 3 Orgels ein Scrap, den zu bauen. Haben wir den vorher benutzt? Ja, haben wir benutzt, weil wir das Scavenger Kit haben. Okay, eigentlich haben wir den noch von euch. Ah, sehr gut. Wer hat denn gesagt, hast du den bekommen? Hm. Ich hab gesagt, das steht hier drauf. Und ja. Ich habe dann vergessen zu sagen, dass wir den bekommen. Ah, okay. Ja, aber wir haben den für den. Dann haben wir das Spiral Horn ja völlig unverdient bekommen. Was hätten wir dafür ausgeben müssen? 3 Organs und 1 Scrap. Haben wir 3 Organs? Ja, jetzt? Jetzt nicht mehr, weil es sei denn, wir machen keine Entwicklung. Hm. Naja, das sind Fehler, die passieren. Du bist jetzt eine 10 gewürfelt, the Survivor Mind Shatters, they die. Das wäre also noch schlimmer gewesen. Ja, aber dann hätte man gegen Slenderman kämpfen können und dann hättest du auch Spiral Ganglia bekommen und plus 2 Understanding. Aber das heißt also, ich verliere ein Auge und minus eine Accuracy. Mhm. Ist nicht schön. Hättest du eine 1 oder 2 gewürfelt, wärst du gestorben und hättest trotzdem Horror revealed. Das wäre ganz schön doof gewesen. Das wäre nicht schön gewesen, ne? Mhm. Okay, dann haben wir jetzt das alles gemacht und der kommt auch nicht wieder. Das heißt, der kommt einfach in Jahr Nummer 16. Okay, der muss ja echt hart sein. Bei dem fangen wir auch in allen 4 Ecken an. 16 und 23. Okay. 23 kommt er in Level 3. In Level 3, der hat der 17 Toughness, plus 2 Speed, plus 2 Damage und wir müssen ihm 21 Schaden machen. Ich glaube, bis dahin überleben wir sowieso nicht, weil wir hier alle umbringen. Ach doch, das läuft schon. Ja, 19 plus Level 3. Okay. Gut, dann machen wir jetzt was? Ja, jetzt ist die Frage. Bauen wir jetzt den Barber Surgeon und machen dafür keine Dingens in dieser Runde, um nicht zu sehr zu schummeln zu haben? Ja, also würde ich sagen, machen besser. Wir müssen unseren Fehler wieder heilen. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben ja schon ganz gute Fehler, wenn wir uns das erlauben. Schade, weil das wäre nicht viel gewesen, wir hätten Scrap Smelting dabei gehabt. Das heißt, wir hätten dann die Blacksmiths bekommen. Face Painting. Wir hätten ihn nicht bekommen, wir hätten ihn bauen können. Ja. Großer Fehler, großer Unterschied. Nicht wieder den, genau. Ja. So, also das heißt, die beiden, und wo hast du die schon mal weggelegt hast? Die habe ich dir gegeben. Nö. Also wir hatten auf jeden Fall 2 Scheck bei uns. Ja. Da. Ah, sicher. Bim, 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 hier. Dann kannst du mal gucken, wir brauchen, was wir machen können. Wir brauchen für das Ding brauchen wir ein Scrap. Und ein Scrap wäre momentan das, was wir brauchen würden, um das Horn fertig zu machen. Ja, aber wir können Scrap wieder suchen gehen. Ja, ne, dann gehen wir ein bisschen auf Scrap suchen gehen. Ja. Und wo ist denn das? Wo können wir noch Scrap suchen gehen? Das war bei... Blauen Dorn. Ja, genau. Wie müssen wir das machen? Würfeln? Für einen Dingend? Genau. Dingeldongel. Für einen Endeavor suchen. Das sind 7. 7 Gain 1 Broken Lantern Resource. Das ist ein Scrap, ja. Bitteschön. Dann wird das Antilopen-Set fertig. Ja. Geil, dann haben wir jetzt in Jahr 8 2 Sets fertig, ja? Mhm. Voll gut. Ich glaube, wenn wir mal Nein gesagt hätten, hätten wir zumindest ein paar mehr Einsatz-Sets fertig gehabt. Aber das Set ist bestimmt viel besser. Ja. Stone Circle, das ist hier. Die Horns. So, sehr schön. Und dann haben wir immerhin keinen Nemesis-Encounter dieses Jahr. Das ist gut. Achso, der Nemesis-Encounter wird dann... Ja, es wird überplaced durch das Forgotten 4. Mhm. Cool. Was wollen wir noch bauen? Ja.
Sollen wir noch diese Ohrringe, hattest du gesagt, sind cool, ne? Ja, wenn du halt wahnsinnig bist, kriegst du plus 2 Stärke und plus 2 Speed. Aber die haben wir haben momentan keinen Wahnsinnigen. Wir haben noch nicht so viele Wahnsinnige. Ja, die sind die. Aloha ist wahnsinnig, die davon nicht mit nichts. Ich bin dagegen, dass wir die Antilope weiterjagen. Ja. Ich wäre für einen anderen. Zum Beispiel dann wieder Night, vielleicht finden wir da coole Sachen. Da wissen wir nur nicht, was wir dafür brauchen. Wir sollten also eigentlich so viel. Also, wir haben ja coole Waffen alle. Ja. Also, wir haben eine Counterweighted Axe, wir haben. Ich habe hier. Ja, wir haben zwei von diesen Maces, wobei die keiner nutzen kann zu zweit außer sie. Wir haben zwei Schwerter, die wirklich was können. Wir haben. Den haben wir jetzt gebaut hier. Eine Bone Axe und noch ein, sowas hier. Und wir haben noch drei Steine und. Ja, das ist jetzt nicht die weltbeste Ausrüstung, aber es ist solide. So. Das heißt, ich würde erstmal in Rüstung investieren. Haben hier zweimal Whistling Mace. Damit uns nicht mehr so viele Leute wegsterben. Weil sie ist auch mal ein bisschen nackt, ne? Mhm. Ist nicht so geil. Ja. Können wir rüsten? Was haben wir denn an Pelz? Wie viele Pelz haben wir? Zwei Pelz und. Drei Pelz und zwei Hides. Wir können ein komplettes Rawhide Set bauen. Das brauchen wir jetzt nur einen, oder? Ja, Skinnery hier. Braucht halt, ja. Ja. Oder wir bauen noch was vom Antilopen-Set, zumindest Teile, aber wir gehen sie nicht jagen. Das würde Sinn machen, wenn wir. Wo sind denn die Software? Nee. Haben wir es jetzt nicht auf diese zusammengewürfelten Sets. Hier, Brawler Armor. Auch relativ viel. Wo du die Screaming Bracers haben kannst, dann noch ein bisschen ein Tumble Fighting Art. Okay. Also hier gibt es halt so ein Set, was du aus verschiedenen Sachen zusammenbauen kannst. Ein Phoenix Helm, die Screaming Bracers, Rawhide Vest, Leather Skirt und Leather Boots. Dann würdest du halt auf alles drei bekommen als Bonus und würdest die Tumble Fighting Art nutzen können, während du was anderes. Das heißt, du würdest mal ausweichen können, wenn du umgerannt bist. Und am Ende des ersten Angriffs in einem Act kann man Bewegungen bekommen und die sofort ausgeben. Das wäre so eine Sache, wo man sagen kann, okay, wir wollen jetzt... Aber da müssen wir einen Phoenix irgendwann noch machen. Mhm, den wollen wir wahrscheinlich eh irgendwann jagen. Und wir müssen für den Leder-Sachen, müssen wir den Leder-Typen... Und hier bei Phoenix... Nee. Hier ist gar nichts. White Line Gordon ist ein Skin Cloak. Your Skullhelm cannot be destroyed. Plus 2 Accuracy when attacking with Fist and Tooth. When you're knocked down, gain plus 1 Strength Token. Und plus 4 auf alles. Das ist auch eine ganz nette Rüstung. Aber da können wir hier, da ist nichts von der Antilope dabei. Das ist richtig. Aber hier sind die Screaming Horns dabei bei der Warlord Armor. Da kriegt man plus 5 auf alle. Ja, Locations. Die Screaming Horns brauchen wir einmal eh für. Nee, irgendwas, wofür man halt Pets noch braucht. Plus 1 Speed und plus 1 Luck when attacking with Axes. Aber ich finde das Rawhide. Oder das Pelt können wir auch einfach als High ausgeben. Genau. Dann können wir das Rawhide Set noch einmal komplett bauen. Hätte einer eine komplette Rüstung plus 2 auf alles und wo er sein Zweifel wieder bekommen würde, wenn er es ausgeben würde. Das finde ich, glaube ich, besser. Oder brauchen wir irgendwas, wo wir High ausgeben müssen, um irgendwas bauen zu können? Wenn das Coole bei dem hier ist, ein Skullhelm haben wir schon. Aber wir haben halt nichts vom Löwen. Haben wir gar nichts vom Löwen gebaut? Nee. Leather Worker, können wir den irgendwie bauen? Haben wir den schon gebaut? Haben wir noch nicht gebaut, nein. Was brauchen wir für den? Steht bei Skinnery. 3 Hide, 1 Organ. Haben wir das? Wir haben kein Organ mehr. Schade. Also die Frage, ob wir jetzt das Set bauen oder ob wir das aufsparen und in der nächsten Runde gleich den Ledermenschen bauen und ganz viel Leder herstellen. Weil für Leder, wir brauchen einfach einen Endeavor, um beliebig viel Hide und beliebig viel Leder umzuwandeln. Und die Lederrüstung gibt ja plus... Haben wir das noch nicht? Nee. Um das machen zu können. Dafür brauchen wir Mumie? Um Leder zu machen. Ah, okay. Würde dafür sprechen, wieder White Lion zu jagen. Ja, und das, was ich halt eben ganz cool finde, ist, also die hier mit den White Line Dingern und hier haben wir den Helm auf, haben wir halt schon. Genau, und danach sollten wir anfangen, also wir können ja versuchen, das Ding zusammenzubauen, dann anfangen, den Phoenix zu jagen. Dann können wir, sobald wir Phoenix haben, auch schon gleich ein Set aus seinen Sachen bauen. Beziehungsweise dann können wir nämlich dann hier weitermachen. Genau, was ist denn die bessere Rüstung?
Das ist die Dreier, das ist wahrscheinlich das die Vierer. Dann ist die wahrscheinlich cooler. Was soll die Fünfer? Wenn die beide hinkriegen, also. Und die Screaming Horns haben wir eh schon. Mhm. Und Lantern Mail. Wo kriegt man die Lantern-Sachen her? Keine Ahnung. Hm, werden wir mal irgendwann sehen. Und die sind wir später dran. Also bauen wir jetzt noch. Also wir bauen auf jeden Fall diese Screaming Horn-Dingen da. Genau, das haben wir gebaut. Das haben wir schon geschlossen, dass wir das gemacht. Gut, das ist fertig. Haben wir jetzt für jeden was für den Kopf? Wir haben zwei Skullhelme. Ja. Dein Ding und mein Ding, den Screaming. Jeder was im Kopf. Das ist schon mal gut. Immer was. Dann lass uns doch diese die Screaming Bracers machen, mhm, und dann eine Weste. Und gibt's irgendwas Sinnvolles noch? Eine Weste. Und dann könnten wir noch den Screaming Skirt machen. Ja, aber den brauchen wir eben nicht für. Das könnten wir vielleicht lieber doch aufwarten, um uns da für die nächste Runde dann die. Nächste Runde irgendwas anderes zu machen. Die den Leather Worker zu bauen. Wobei, ich weiß nicht, ob wir die, aber wir brauchen die auch wahrscheinlich für einiges manchmal, ne? Ja, also den Leather Worker sagt man mal schon. Haben wir letzte Runde eigentlich das, wir haben nicht das Haie-Ding da gebaut, ne? Was haben wir nicht gebaut? Wie ist das? Das Arm, nicht das Armor-Kit, das Bandagen. Nee, haben wir nicht gebaut. Konnten wir auch nicht, weil da fehlt irgendwas für, oder? Für die Bandagen brauchen wir, glaube ich, Leder, oder? Nee. Bandagen brauchen wir einfach einen One-Hide. Dann machen wir das doch. Sollen wir noch zwei Bandagen bauen? Wir haben immer nicht so viel Platz. Ich glaube, ein Bandage reicht. Okay, noch eine Bandage. Mhm. Und das andere würde ich dann, ich würde den Pelt dann aufbauen. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir noch zwei Knochen. Dann haben wir noch zwei Knochen. Okay. Ich habe gerade geguckt, was man mit zwei Knochen machen kann. Mit zwei Knochen kann man nix, oder? Bone Dagger, Skull Helm. Wenn wir Leather hätten, könnten wir eine Bone Pickaxe machen oder Bone Cycle, eine Bone Blade. Also, dann haben wir hier einmal ein Bandage. Eine Pickaxe können wir nicht bauen, weil wir keine Ammonia haben, oder? Richtig. Nee, weil wir kein Leather haben. Ammonia hätten wir. Wir haben Ammonia? Wir haben es entwickelt, meine ich. Ja? Haben wir oder nicht? Haben wir nicht, oder? Ich glaube, wir haben es nämlich nicht. Brauchen wir. Doch, ich habe es ja auch aufgeschrieben. Ja. Toll. Dann können wir auch den Leatherworker bauen, oder? Ja. Für den Leatherworker brauchen wir drei Heiden, ein One Organ. Ja, das ist Organ, haben wir nicht. Wir haben dann hoffen wir, dass wir gleich ganz die Heiden ziehen. Ich wollte gerade sagen, dann bauen wir aber auf jeden Fall einen Heid auf. Ja. Gut. Und wir beiden halten mal die beiden Checkbones auf. Und wir nehmen jetzt, das haben wir jetzt gesagt, was wir machen. Wir nehmen von der. Frage der Frage, versuchen wir eine noch zu machen oder schreibe ich jetzt auf, was wir nehmen? Ich glaube, wir schreiben jetzt auf und machen dann nächstes Mal weiter. Kannst du das auch zu spät? Ja. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir machen einen Screaming Bracers, ne? Mhm. Ich mache hier mal in Additional Settlement Notes. Schreibe ich mal auf. Bracers. Und wir wollten noch machen einen Rawhide Quest, ne? Ja, für das Rawhide Quest Screaming Bracers. Und einmal die Bandagen, ne? Mhm. Und dann wollen wir machen den Dancer und den Brawler einmal, ne? Oder wollen wir den Dungbeater da der haben? Der ist ja. Ach, das ist auch ein normaler. Das sind ganz normale, die können wir einfach so jagen gehen. Wir wissen also nicht, was der bringt. Wir hatten übrigens noch einen Bone mehr, weil wir haben noch den großen Zahn. Ne? Brauchen wir nicht. Ja, nur, dass wir die Ressourcen auch bewahren. Habe ich aufgeschrieben. So, das heißt, dann sind die noch weg. Achso, den einen Zahn. Nee, wir müssen mal gucken, was haben wir denn. Doch, ich habe den. Einen Shankbone hatten wir auch noch extra. Wir haben dann noch. Wir haben dann jetzt nochmal zwei Shankbones dazu. Das heißt, drei Shankbones. Und? Was haben wir noch? Und eine Pelz sogar. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal normal los und dann kommt der Regal Wizard. Der
Der Real Wizard ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ich glaube, da werden auch wieder Leute sterben. Aber wir müssen noch pimpern gehen, oder? Wir haben auch noch hier fünf in der Welt. Ja, da müssen wir zum Bauen. Ich dachte nur, während ihr überlegt, was ihr noch baut, schreibe ich schon mal auf, was wir bauen wollen. Ja, dann lass mal gucken. Dann, wie viele Ressourcen haben wir noch über? Haben wir auch noch Scrap und sowas über? Was wir das klar? Nein, haben wir nicht. Weil wenn wir jetzt zum Auge gehen und Scrap würfeln, müssen wir eine Ressource abgeben. Dann müssen wir einen Knochen. Wir können das ja mal so lange versuchen, bis wir schlecht würfeln. Dann gehen wir jetzt sonst nicht. Wir haben drei Knochen und einen Pelt und einen Large Flagtooth. Ich würfel zwei Iron. Eine 4. Eine 4 reicht, ne? Also hier der. Für den Shrine. Nee, für zum Pimpern. Keine Ahnung. Bei der Augury. Beim Augenreiner stehst du. Augenreiner. Ja. 4 bis 7 Gain 1 plus 1 Survival. Gain 1 Survival. Achso, wie war der jetzt? Ich hab mal vorher festgelegt, wir müssen irgendein neuer, ich brauche einen neuen. Ja, Arnulf war das. Ja, hier, dann musst du wohl den ganz neuen Jungen nehmen. Den ganz neuen jungen Mann, und den nenne ich, Worum hier? Theodrich. Theodrich, der. Und der plus ein Survivor. Mhm. Okay. Und der hat. Ah, der hat nur plus ein Survivor. Der hat keinen. Der hat keinen. Er hat nicht auf. Er muss 8 oder mehr drin auf den Intimacy würfeln. Genau. Das heißt, wir geben jetzt nochmal einen aus, um nochmal zum Augury zu gehen. Dann haben wir noch 3. Womit die 3 ist da. Eine 3 für die mit der Ressourcen, ne? Lose one resources of the from the settlement. If you do, gain one understanding. Ja, müssen wir, ja. Also kriegen wir einen Bone weg. Theodrich wieder, oder? Ja, wollen wir die anderen Bones aufbewahren oder wollen wir einen Kinder kriegen, ne? Wir würden ja wir brauchen schon Kinder. Wir machen das jetzt. Ich würfel jetzt einfach hoch. Jawohl. 7, kriegst du noch einen Survival. Schauen wir mal einen Survival aus. Dann haben wir einen über. Und wir, aber wir gehen jetzt erstmal zum Dings und gucken, ob wir Armor bekommen. Zum Schrein. Mhm. Ja, 8. Bekommen wir. Ja. Also können wir es irgendwo offen, dass wir plus einen Armor alle bekommen. Und dann das letzte Mal, das ist das Ding auch noch, gehen wir nochmal zum Augury. Eine 3, da finden wir noch eine Ressource. Und kriegen plus einen Understanding, ne? Ja, dann haben wir keinen Schenkbaum mehr. Ja. Und wir haben auch keinen Wir haben noch einen. Ja, sehr gut. Gut. Theodrich hat jetzt, versteht jetzt unheimlich viel darüber. Hat schon 3, 2 Survival. Ne? 3 Understanding und 2 Survival. Voll weil gut. Jeder, der neu geboren wird, kann. Und also wir haben aber noch 8 Survival, ne? Mhm. Also wir ein paar von uns gegangen. Wie gewonnen, so zerronnen. Brauchen nur noch 7, ist was zur Zeit gekommen. Keine geschafft mehr hier nachts. So. Ja, na gut. Dann haben wir schon alles aufgeschrieben, was wir haben. Ja, also nee. Wir wollen das nächste Mal, wollen wir den Brawler Armor, Dancer Armor in die Richtung gehen. Mhm. Mit White Lion und Phoenix brauchen wir aber dafür. Und den Dunkle Knife wollen wir nicht machen. Ja, den wollen wir auch irgendwann machen. Ja, wann denn? Jetzt bald. Vielleicht kriegen wir da ja coole Sachen. Ja, dann machen wir den als nächstes. Das wissen wir nur, wenn wir gegen ihn kämpfen. Wir gucken uns den erstmal an, wir sind eh gerade ein bisschen ramponiert. Ja, also Settlement ist gerade in einer schwierigen Phase. Ja, also als erstes den Dung Beetle Knight, dann nochmal ein White Lion und dann nochmal ein Phoenix. Ja, bei Phoenix ist es, glaube ich, richtig lustig. Aber ich habe schon ein paar Mal gelesen, ab Jahr 8 oder 9 sollte man nur noch den Phoenix jagen. Ich weiß nicht, ob die vorher so viel gepimpert haben, dass die 50 Leute haben und sich leiden. Gib mir mal eure Items, damit wir die mal katalogisieren können. Gut, an dieser Stelle blenden wir hier mal aus, weil wir schreiben jetzt nur noch auf, was wir alles haben, machen so ein bisschen Bookkeeping, damit wir das nächste Mal spielen wieder erfolgreich loslegen können. Mein lieber Roland ist von uns gegangen, wie diverse andere Leute heute, auch Alora, die darf nur nicht mehr mitmachen und hat nur ein Auge, doch, aber sie ist noch dabei. Also sie war kurz davor, auch von der Klippe zu springen, aber sie hat es noch geschafft und ja, wie gesagt, die Siedlung ist gerade in einer schwierigen Phase, wir haben nicht so viele Leute, die guten Leute sind alle tot, jetzt müssen halt die nachrücken, quasi diese Lücke ausfüllen, haben natürlich noch nicht, das ist auch schön beim Spiel, wenn hier wirklich ein Charakter stirbt, der viel Zeug hat, viel Wissen hat, das ist wie in so einer richtigen kleinen Gemeinschaft, dann fehlt da einfach was und ja, da werden wir mal sehen, wie es sich so weiterentwickelt, das sind noch spannende Dinge, beim nächsten Mal gehen wir erstmal ganz normal los, dann kommt der Regal Wizard, da kommt vielleicht auch nochmal so ein Nemesis, wir werden mal gucken.
Dann kriegen wir das Principal Conviction und dann spielen wir erst ein paar Jahre einfach so vor uns hin, wo wir dann einfach so einen Nemesis-Encounter haben, noch einen Nemesis-Encounter im Jahr 20, also das dauert noch ewig, kommt dann Watched. Da kriegen wir das erste Mal mit, dass wir scheinbar beobachtet werden. Jahr 25 kommt dann der Watcher. Da gucken wir mal, was dann so passiert. Aber wenn wir immer so 2 bis 3 pro Tag oder Abend schaffen, dann wird das noch ein bisschen dauern. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Monate was von. Aber es ist ja auch ein schlimmes Spiel. Also es macht einfach, auch wenn jetzt Leute gestorben sind, Personen, die mir im Herzen lagen, das wird beim Spiel dazu so schön, dass er die sieht und drumherum entwickelt sich weiter. Wir kriegen coole Sachen, coole Ausrüstungsgegenstände. Manche coolen Dinge verliert man auch wieder, wie den Butcher's Cleaver, der echt nice war. Ja. Aber wir können jetzt mal gucken, dass wir irgendwie darauf hinarbeiten, dass wir vielleicht auch irgendwie mal so einen Blacksmith oder sowas kriegen und da vielleicht coole Sachen bauen. Und wie gesagt, den Phönix habe ich bisher einmal bekämpft. Wir haben richtig hart verloren. Danach wollen sie noch mal einmal, wollen nie aufhören. Wir werden das jetzt bestimmt besser hinkriegen mit der coolen Ausrüstung, die wir haben. Wir haben ja jetzt immerhin schon 2,5 Sets. Vielleicht sollten wir den Phönix wirklich jetzt angehen, wenn wir mehr Sets haben. Ja, der steht ja auch Platz 3 erst. Richtig, okay. Aber das seht ihr dann irgendwann in Zukunft. Wann wir weiterspielen, wissen wir noch nicht. Ihr werdet das Video einfach auf dem Kanal sehen. Und dann sagen wir bis bald und tschüss.